In den bisherigen Videos haben wir uns ja durchaus schon mit verschiedenen Formen von Kraft beschäftigt. Also zum Beispiel mit der Gravitationskraft oder mit der Reibungskraft. Und in diesem Video möchte ich dir noch die nächste Form vorstellen und die nennt sich Zugspannung. Die hat übrigens nichts mit Zügen zu tun, sondern das Wort Zug hat dabei eher was mit Ziehen zu tun. Und Zugspannung soll eigentlich nur die Kraft beschreiben, die ein Seil auf ein anderes Objekt ausübt. Oder, also es muss nicht unbedingt ein Seil sein, das darf auch eine Kette sein oder ein Kabel oder halt irgendwas in der Art. Wir können uns ja mal kurz ein Beispiel angucken, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe hier jetzt ein Gewicht von 100 Newton. Und dieses Gewicht haben wir jetzt an einem Seil aufgehangen. Also ungefähr so. Dann denke ich, ist ja einleuchtend, wenn wir uns das ganze Bild so angucken, dass dieser Block hier, der wird nicht nach unten fallen, sondern stattdessen wird hier einfach wird dieses Seil hier ziemlich straff gespannt sein. Und das heißt, da muss ja irgendeine Kraft herrschen, die den Block hier vom Fallen abhält. Und die nennen wir nämlich Zugkraft. Also wenn wir uns das nochmal angucken, auf diesem Block hier wirkt ja eine Kraft, die wir schon kennen. Das ist die diese 100 Newton hier hervorruft. Das nennen wir Gravitationskraft. Also Fg. Und damit dieser Block hier nicht, oder da wir wissen schon, dieser Block wird nicht runterfallen, und nach Newtons erstem Gesetz heißt das, es gibt eine andere Kraft, die genauso groß ist, aber in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Und das ist halt die Kraft, die wir Gravitationskraft nennen, die wirkt halt auf diesen Punkt hier und zieht den Block sozusagen nach oben, ich nenne es mal Fz, für Zugkraft. Wichtig dabei ist aber zu wissen, die Zugkraft ist genauso wie die Reibungskraft keine aktive Kraft, also sie kann nicht wirklich ein Objekt zum Bewegen bringen, sondern sie wirkt halt immer nur gegen eine andere Kraft entgegen. Wie gesagt, die Reibung zum Beispiel, die kann ja auch kein Objekt wirklich bewegen. Also nur weil ich jetzt ein Objekt auf den Tisch lege und da Reibung besteht, fängt der nicht auf einmal an, sich einfach so zu bewegen. Und genauso ist es mit der Zugkraft auch. Die steht und fällt sozusagen mit anderen Kräften. Sie kann alleine eigentlich gar nicht existieren. Ich denke mal, dass dieses Beispiel hier noch recht simpel war. Also es war ja allein von unserer normalen, natürlichen Intuition her schon klar, dass die Kraft hier genauso groß sein muss wie die hier, weil ansonsten müsste der ja runterfallen. Jetzt können wir uns das ganze Beispiel hier noch ein bisschen komplizierter machen. Aber ich werde dir versprechen, so kompliziert wird es auch nicht sein. Wir hängen das Ganze jetzt nochmal an zwei Seilen auf. Also, so zum Beispiel. Und, na gut, wir machen mal, mach's mal ein bisschen länger. Dann zeichne ich mal noch die beiden Wände hin oder die Wand und die Decke. Dann ist das vielleicht ein bisschen klarer. Also, hier haben wir eine Wand, da haben wir das Seil dran festgebunden. Und hier oben haben wir die Decke. Und da haben wir das andere Seil dran festgebunden. Wir wollen jetzt mal gucken, wie groß ist denn die Kraft, die Zugspannung in diesen beiden Seilen hier? Also wir können sie ja noch beschriften. Wir nennen wir das hier S1. Nennen wir dich doch S1. Das ist S1 und das hier unten ist S2. Du kannst dir ja schon vorstellen, dass auf diese Seile hier wirkt auf jeden Fall auch eine Spannung. Also beide werden auf jeden Fall gestrafft sein. Also muss ja auch eine Kraft bestehen und die können wir natürlich berechnen. Wir können davon ausgehen, oder wir sagen jetzt einfach mal, dass hier oben der Winkel Alpha, der ist, ja, wir nehmen ein leichtes Beispiel, wir nehmen 30 Grad. 30 Grad ist immer ein guter Winkel. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Seile natürlich keine Masse haben, oder zumindest so eine kleine Masse haben, dass wir sie beim Rechnen vernachlässigen können, weil sie das Ergebnis nicht großartig verfälschen werden. Dann kannst du dir ja vorstellen, wir haben ja gesagt, dass hier auf diesen Knotenpunkt hier wirken 100 Newton nach unten und nach oben. Und wenn wir jetzt hier oben sind, dann kannst du dir vorstellen, genau die gleiche Kraft wirkt natürlich auch auf diesen Knotenpunkt hier oben, weil alles, was jetzt hier unten dran hängt, zieht ja diesen Knotenpunkt hier theoretisch nach unten, aber auch der bewegt sich ja nicht. Das heißt, auf diesem Knoten hier wirkt auch die Gravitationskraft mit 100 Newton nach unten, aber er bewegt sich nicht nach unten. Das heißt, er muss sich auch auf jeden Fall irgendwie, muss es eine Kraft geben, die nach oben zeigt. Und wir haben ja in den vorherigen Videos zu Geschossen, haben wir schon mitgekriegt, dass wir alle Vektoren, die wir haben, ja durchaus auch in ihre X- und Y-Komponenten aufteilen können. Also in ihre horizontale Kraft oder den Teil der Kraft, der in die horizontale Richtung wirkt und den Teil der Kraft, die in die vertikale Richtung wirkt. Also ich male mal zum Beispiel das hier nach. Wir wissen, es gibt eine Kraft, die in diese Richtung hier wirkt. Die haben wir jetzt S1 genannt oder das ist unser S1. Und die besteht ja, da sie nicht direkt nach oben oder direkt nach rechts, links oder unten zeigt, also nicht direkt in eine der Achsen sozusagen. Wissen wir, dass wir die Kraft auf jeden Fall auch zerlegen können, und zwar einmal in ihre Y-Komponente, die dann ungefähr hier wäre,
Also ich nenne es mal S1Y. Oder ich nenne es mal nur SY. Dann sind da zu viele Subskripte, das macht die Sache immer nur komplizierter. Und das Ganze muss natürlich, da der S1 nicht direkt gerade nach oben zeigt, muss auch eine X-Komponente haben. Das sehen wir ja am Bildschirm, sonst wäre das Ganze ja irgendwie ein bisschen unvollständig. Welche Farbe hat man noch nicht? Nehmen wir dieses Rosa hier. Also wir haben auf jeden Fall auch irgendeine X-Komponente, die dann hier ist. Hier haben wir einen rechten Winkel, das wissen wir schon. Deswegen haben wir das Ganze ja so hingezeichnet sozusagen. Und das hier unten ist dann SX. So, und wir hatten ja eben schon gesagt, wir wissen, dass dieser Knotenpunkt hier mit 100 Newton nach unten gezogen wird. Das heißt, es muss eine Kraft geben, die genau in die entgegengesetzte Richtung zeigt und die genauso groß ist. Und wenn wir uns jetzt das Bild hier angucken, nachdem wir die Kräfte eingezeichnet haben, die darauf wirken, muss es ja eine Kraft geben, die mit 100 Newton nach oben zeigt. Und das Einzige, was direkt nach oben gerade zeigt, ist ja SY. Oder wir können ja zur Vollständigkeit halber noch kurz S2 angucken. Welche X- und Y-Komponente hat S2 dann? Wir sehen ja, glaube ich, schon, da es ja direkt auf einer Ebene mit der X-Achse wäre, wenn wir uns hier ein Koordinatensystem denken würden, dann hat S2 auf jeden Fall keine Y-Komponente. Nichts zieht diesen Punkt hier von S2 aus gesehen nach oben oder nach unten. Das heißt, die Y-Komponente von S2 ist 0 und die X-Komponente, welche Farbe haben wir denn noch übrig? Nehmen wir ein dunkles Violett. Die X-Komponente von S2 zieht dann natürlich in diese Richtung hier. Sie versucht ja den Punkt da in Richtung der Mauer zu ziehen, aber das wird S2 wahrscheinlich nicht schaffen. Zumindest nicht so, wie das Bild hier aufgezeichnet ist. Also, 100 Newton ziehen diesen Punkt nach unten. Da er aber nicht nach unten beschleunigt, wird diese Kraft durch eine andere Kraft ausgeglichen, die genauso groß ist, aber entgegengesetzt wirkt. Und das ist in unserem Fall SY. Also ist SY, wissen wir schon mal, 100 Newton groß. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt schon rauskriegen können, wie groß S1 ist. Ich behaupte mal, wenn wir wissen, wie groß dieser Winkel hier oben ist, dann wissen wir auch, wie groß dieser Winkel hier unten ist. Der ist nämlich auch so groß wie Alpha, also auch 30 Grad. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Einmal könntest du sagen, diese Seite hier, oder wenn du das hier als eine Gerade ansiehst und das hier oben als eine Gerade ansiehst, dann ist das hier eine Linie, die die beiden Geraden schneidet. Das heißt, diese beiden Winkel, die sich gegenüberliegen, müssen gleich groß sein. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, du weißt, dass in einem Dreieck 180 Grad die Summe aller Innenwinkel ist. Wir wissen schon, dass der hier 90 ist, das heißt, die beiden hier zusammen müssen auch 90 Grad ergeben. Und wenn der hier oben 30 Grad ist und das hier oben, dieser Winkel, ist ja auch 90 Grad, dann muss der Winkel hier unten ja 90 minus 30 Grad sein, also 60 Grad. Dann haben wir 90 und 60 Grad, also kann der hier nur 30 Grad groß sein, sonst würden wir nicht genau auf 180 kommen. So, dann brauchen wir jetzt also nur noch unsere trigonometrischen Funktionen. Ich schreibe dir nochmal den englischen Hilfssatz auf, den ich immer ganz praktisch finde. Das Gute ist, man muss dafür nicht wirklich Englisch können. Sokatoa. Also das Einzige, was man sich merken muss, wenn wir Deutsch sprechen, dass für Gegenkathete merken wir uns ein O. Ansonsten an Kathete, dafür gibt es ein A und für Hypotenuse gibt es ein H. Und wir haben jetzt hier einen Winkel und wir wollen irgendwie die Hypotenuse haben und haben aber nur die Ankathete. Das heißt, brauchen irgendeine Funktion, Entschuldigung, wir haben die Gegenkathete. Also braucht man die trigonometrische Funktion, die irgendwie ein H beinhaltet. Und wie gesagt, für Gegenkathete müssen wir uns leider ein O merken und die ein O in ihrem Namen hat. Also H und O, gucken wir mal. H und O, das ist Sinus. Also das hier ist Sinus, ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Und Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Wir haben O und H, also nehmen wir den Sinus von Alpha. Wir wissen also, dass der Sinus von Alpha, ich schreibe mal gleich hin, Alpha ist ja 30 Grad. Der Sinus von 30 Grad ist genauso groß wie, und jetzt steht hier oben, O durch H, also Gegenkathete, die Gegenkathete ist SY, geteilt durch H, das ist die Hypotenuse, die ist S1. S1. Und ja gut, das können wir ja umstellen. Wir wissen das, oder wir können erstmal gucken, Sinus von 30 Grad, ich hoffe, den kennen wir jetzt langsam, der ist 1,5. Und wenn wir jetzt mal 2 rechnen, ich kann ja hier hinten hinschreiben, wir rechnen jetzt mal 2, dann fällt das hier weg. Und wir wollen ja S1 auf einer Seite haben und das Ergebnis auf der anderen Seite, also rechnen wir auch noch mal, sieht ein bisschen aus wie ein Minus da vorne, ne? Ich mache mal nur ein Komma hin. Und wir rechnen noch mal S1. Dann kommt S1 ja auf die linke Seite, also kommt hier S1 hin. Und auf die rechte Seite müssen wir auch noch mal 2 rechnen. Und SY kennen wir schon, das ist 100 Newton.
Also ist S1 2 mal 100 Newton und das sind 200 Newton. 200 Newton. Also wissen wir schon, dass du hier bist 200 Newton groß. So, fertig sind wir aber leider noch nicht. Wir wollen ja auch noch wissen, welche Spannung wirkt denn in diesem Seil hier. Und dazu wollen wir uns auch nur wieder vor Augen halten, dass der Punkt hier, hatten wir ja gesagt, der wird ja nicht beschleunigt in die Y-Richtung. Und auch in die X-Richtung ist er komplett stabil. Das heißt, wenn wir wissen, wie groß Sx ist, dann wissen wir auch, dass Sx eine Gegenkraft hat, die in die entgegengesetzte Richtung zeigt und genauso groß ist. Und ich denke, Sx kriegen wir jetzt auch ziemlich leicht raus. Haben wir ja die Gegenkathete genommen. Sx ist die Ankathete. Das heißt, wir wissen, dass der Cosinus, Ankathete durch Hypotenuse, dass der Cosinus von 30 Grad genauso groß ist wie die Gegenkathete, also wie A durch H. Gegenkathete ist Sx geteilt durch S1. Ich schreibe es mal wieder gelb hin. S1. So, der Cosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 halbe. Wurzel 3 halbe. Und S1 wissen wir auch schon, ist 200 Grad, ist 200 Newton. Ist 200 Newton. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach mal S1 oder mal 200 Newton, wie du es gerne sehen möchtest. Und dann wissen wir, dass 200 durch 2 ist 100. Also haben wir hier 100 mal Wurzel 3 stehen. Newton ist genauso groß wie Sx. Wie Sx. Und wie wir eben schon gesagt haben, wir wissen, dass Sx genauso groß ist wie S2 oder genauso groß sein muss, da der Knotenpunkt sich hier in keine Richtung beschleunigen wird. Also können wir auch hier hinschreiben, ist gleich S2. Ja, das war es auch eigentlich schon. Damit haben wir unser erstes Problem zur Zugspannung auch schon gelöst. Wir werden uns noch ein klein bisschen damit beschäftigen und du wirst, glaube ich, sehen, das ist alles nicht ganz so kompliziert. Die meisten Probleme lassen sich immer ziemlich gut runterbrechen mit so einem Dreieck, das eine Kraft in seine oder einen Vektor in seine beiden Einzelvektoren aufteilt. Und dann hast du ja, glaube ich, jetzt auch gesehen, ist das Ganze gar nicht mehr so schwer, wie man am Anfang denkt. Also, wir sehen uns im nächsten Video.